Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wenn ich in der letzten Folge am Ende nicht gepennt hätte, hätte ich gleich etwas erledigen können, was ich jetzt noch tun muss. Und zwar, ihr erinnert euch, wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt mal endlich mit dem Quest vor Sonnenaufgang beschäftigen. Da sollen wir nämlich für den guten Kallen drei Schmugglerbriefe finden. Und dazu müssen wir in die Smaragdgräber. Das ist ein neues Gebiet und das müssen wir natürlich erstmal freischalten. Und das ist das, was ich vergessen habe in der letzten Folge, nämlich das Gebiet freizuschalten. Das kostet wieder ein bisschen Macht, aber das macht nichts. So. Genau, das ist in Orlais. Und wo sind die jetzt? Da. Smaragdgräber. Wir wurden von einem gewissen Fairbanks kontaktiert, der sagt, er habe Informationen, die... Irgendwelche Venatori-Aktivität. Ach, Mensch. Wenn meine Spione etwas herausfinden, erfahrt ihr es als Erster. Seid ihr jetzt fertig? Danke. Der sagt, er habe Informationen, die für die Inquisition von Wert sein könnten. Er schlägt uns ein Geschäft vor. Die Information im Tausch gegen die Hilfe der Inquisition bei der Bekämpfung einer gefährlichen Bande von Rebellen, die sich selbst Freikämpfer der Dales nennt. Ja, das sind die Herrschaften, die aus den erhabenen Ebenen kommen. Unseren Berichten zufolge wurden sie schon überall in den Dales gesehen und haben den orlesianischen Truppen große Schwierigkeiten bereitet. Es könnte sich also für uns auszahlen, wenn wir sie zur Strecke bringen. Lasst uns als erstes herausfinden, was Fairbanks zu erzählen hat. Er versteckt sich irgendwo in den Smaragdgräbern, einem legendären Wald der Dalish. Laut meiner Spione ist er bestens mit der Region vertraut. Insofern wir uns entschließen, ihm zu vertrauen, könnte er uns ein nützlicher Verbündeter sein. Jawohl, und wir schalten es frei. Da treffen wir wieder Ich sollte Sweet den Harding. Zustand der Tribocke überprüfen. Sie müssen Ah. exakt eingestellt sein, um die erforderliche Reichweite zu haben. Schon wieder? Wie oft wollt ihr das denn noch machen? Wieso quatscht ihr mir ständig rein? Ihr seid böse. So. Gut. Sperring Harding hat in den Smaragdgräbern Kontakt zu Fairbanks und seinen Leuten aufgenommen. Sie hatte außerdem einen Zusammenstoß mit den Freikämpfern der Dales, die offenbar tatsächlich so gewalttätig sind, wie uns berichtet wurde. Was Fairbanks betrifft, so konnte ihm Harding leider nicht sonderlich viel entlocken. Er will sein Wissen anscheinend ausschließlich mit dem Herold Andrastes teilen. Da Fairbanks seine Informationen derart gut behütet, frage ich mich, ob sie nicht womöglich mit etwas zu tun haben, das über die Freikämpfer der Dales hinausgeht. Wir müssen versuchen, so viel wie möglich von ihm zu erfahren. Harding hat in den Smaragdgräbern einen Außenposten eingerichtet, aber seid vorsichtig, Inquisitor. Die Wälder der Gräber sind tückisch und beherbergen sowohl neue als auch alte Gegner. Neues Gebiet freigeschaltet und wir werden jetzt Sweet Harding wiedersehen. Wir ziehen weiter, genau da gehen wir hin und wir nehmen denn jetzt mit. Varric, ach, guck mal an. Er ist jetzt, wir haben den Gefährtenquest gemacht und jetzt ist er wieder der gut gelaunte Varric. Also es war gar nicht so, dass wir die Lyrium-Geschichten hätten machen müssen. He, hat gereicht, den Quest zu machen. Und da seht ihr ihn grinsen mit seinen Karten. Ja, ich mag Varric total. Varric kommt mit. Cassandra kommt mit. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal Vivienne mit. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist, aber wir werden es sehen. Okay. Jetzt aber erstmal ganz kurz sich von Harding informieren lassen, was es sonst noch so zu den Smaragdgräbern zu sagen gibt. Pläne und Handwerksmaterialien benötigen keinen Platz in deinem Inventar. Das ist schön, das freut uns. Aber wir haben jetzt ein bisschen erweitert. Wir können jetzt 75 statt 60 Gegenstände mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was Harding uns zu sagen hat. Hallo. Schön, euch wiederzusehen, Inquisitor. Absolut. Ich hoffe, ihr habt eure bequemen Stiefel an. Ja. Unsere Späher haben nämlich überall im Wald Risse im Nichts Oh entdeckt. je. Außerdem haben wir diesen geheimnisvollen Fairbanks aufgespürt. Er will seine Informationen allerdings nur mit euch teilen. Er und seine Leute lagern draußen beim stummen Beobachter, einfach den Weg entlang. Oh, wie schön. Soweit wir es sagen können, sind sie Kriegsflüchtlinge, Bauern hauptsächlich. Okay. Ja, ich mag unsere Plaudereien, meine Süße. Ich genieße unsere kleinen Zusammentreffen. Es ist wie ein langsames Kennenlernen. Ja, nicht wahr? Zu schade nur, dass unsere Treffen immer so kurz sind. Ja, wohl wahr. Aber naja, so ist das halt, wenn man die Welt retten muss. Es gibt immer so viel zu tun. Wir werden sie noch mal in der Feste anquatschen. Vielleicht können wir sie doch irgendwie erweichen, weil ich finde die ganz süß. So, jetzt erzählt mir erstmal von Fairbanks.
Erzählt mir alles, was ihr über Fairbanks wisst. Nun, das ist leider nicht sonderlich viel. Er tauchte nach Ausbruch des Bürgerkriegs auf und half den Leuten vor der Zerstörung zu fliehen. Fairbanks ist vermutlich auch nicht sein richtiger Name. Okay, und was wisst ihr allgemein über die Gegend? Könnt ihr mir noch mehr über diese Gegend erzählen? Man nennt diesen Ort die Smaragdgräber. Der Legende nach wächst hier ein Baum für jeden Elfenritter Halam Shirals, der bei dessen Verteidigung ums Leben kam. Das macht einen irgendwie traurig, nicht wahr? Wir sind die Letzten der Elvenan. Niemals wieder werden wir uns beugen. Oh, es tut mir leid, Inquisitor. Ich habe nicht nachgedacht. Das ist kein Problem, Harding. Danke für die Informationen. Ich mache mich dann mal auf den Weg. Ja. Oh, eine Sache noch. Aha. Eine Gruppe von Deserteuren der kaiserlichen Armeen hat sich hier niedergelassen. Sie nennen sich selbst die Freikämpfer der Dales. Sie sind der Inquisition feindlich gesinnt. Genau wie alle anderen auch. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Inquisitor. Das werden wir tun. Und wie gesagt, die kommen aus den... Sag mir schon, aus den... Babam... aus der erhabenen Ebene. So, wir müssen jetzt erst nochmal unsere gute Vivienne aufsteigen lassen. Und wir wollten ja gucken, dass wir sie so ein bisschen hier... Verschleierter Gegenschlag. Hast du eine aktive Barriere erleiden? Gegner, die dich angreifen, ebenfalls Schaden. Was haben wir denn? Warte mal, Klarheit im Kampf, während des Chaos... des Kampfes? Also nochmal. Während das Chaos des Kampfes für manche erschreckend sein mag, ist es für dich ein vertrauter Rhythmus. Dein Mana regeneriert sich schneller, wenn du dich in der Nähe von Gegnern befindest. Mantel des Nichts. Du hüllst dich in die Magie des Schleiers, wo du kurzfristig unverwundbar wirst und dich unversehrt durch Gegner hindurch bewegen kannst. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Wohlmeinende Geister, die haben wir auch schon. Was haben wir hier? Verschleierter Gegenschlag. Schild des Nichts. Du absorbierst die Energie, die deine Gegner abgeben, wenn du sie angreifst. Jeder erfolgreiche Angriff stärkt deine Barriere. Je mehr Schaden du verursachst, desto mächtiger wird deine Barriere. Wir nehmen den verschleierten Gegenschlag. Okay. So, das ist passiv. So, und jetzt, wo müssen wir hin? Jetzt können wir hier erstmal etwas in Beschlag nehmen. Und dann haben wir wieder... Ja, Hüter des Ritters. Wer durch die Smaragdgräber reist, wird dabei zwangsläufig auf dutzende steinerne Statuen von Wölfen treffen. Die Delisch nennen sie die Hüter der Ritter. In den Tagen, als Halam Shiral noch den Elfen gehörte, wurden die Smaragdritter von Wölfen begleitet, die ihnen niemals von der Seite wichen. Wolf und Elf kämpften gemeinsam, aßen gemeinsam... Und wenn der Ritter schlief, wurde er von seinem Wolf behütet. Die Statuen wurden im Gedenken an die unzertrennliche Bande zwischen ihnen errichtet. Ein Auszug aus Auf der Suche nach Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche, vom Bruder Genitivi. Der gute Bruder Genitivi. Ja, da können wir uns da vorne ein Quest abholen. Wir werden wahrscheinlich wieder die Geologie des Sakshon machen. Geologie, Requirierungen inspizieren. Da können wir nichts machen. Hallo? Wo ist der Quest? Hallo? Quest, Quest, Quest? Da haben wir überall nichts. Wo stehst du denn? Wo ist denn diese... Ach, da steht sie. Mensch. Komm her. Ja. Ich habe Informationen. Das ist schön. Gib mal her. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Wahrscheinlich müssen wir wieder irgendein... Na, guck mal. Wieder... Ach. 1000 Zeug... besorgen. Okay, wo müssen wir denn lang? Da müssen wir lang. Ach nee, vielleicht sollten wir erstmal den Fairbanks hier ganz kurz aktivieren. Na, warte mal. Zurück. Flüchtlinge beim stummen Beobachter. Dann machen wir das doch so. Ja, wir müssen eigentlich bloß geradeaus den Weg hinunter. So hat sie es ja auch gesagt. Ich denke mal, das ist diese Richtung hier, oder? Ja, da vorne sehe ich schon Feinde. Anduils Wall. Da sehe ich Feinde. Komm her. Puff. Jeppa. Wer kommt da? Ein Veteran. Oh, die sind schon ein bisschen... Ja, Stufe 15. Also die sind schon ernster zu nehmen.
Komm mal her, Veteran. Wir schießen mal lustig weiter auf dich und jetzt hüpfen wir weg, wenn du kommst. Blockiert? Wieso bin ich blockiert? Da, la, 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 la. Komm her. Ja. Kommt mal her. Ach, ich wollte doch noch Bienen mitnehmen. Fällt mir mal gerade ein. Was haben wir denn da hinten? Den Hauptmann. Mal auf. Gucken wir, ob wir den Hauptmann wegputzen können. Ja, fast. Fast wegputzen. Buff. Und der gute Varric, der hat jetzt schon einen Trank nehmen müssen. Ich glaube, ich bin. Yoshi! Für wen haltet ihr euch eigentlich? Ja, ich bin der Inquisitor. Ja. Bist du endlich tot? Ja, er ist tot. Wunderbar. So, dann sammeln wir mal ein bisschen ein hier. Vielleicht finden wir jetzt endlich mal neue Pläne. So langsam fände ich es nicht schlecht, wenn wir was mit dem Bogen machen könnten. Und da. Plündern. Ringsamt. Was haben wir da? Tiefenpilz. Ein Tiefenpilz, den nehmen wir natürlich mit. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, da werden wir nicht allzu viel sehen. Hier hat es allerlei Fragezeichen. Vielleicht laufen wir mal kurz zu den Fragezeichen. Das muss diese Richtung sein, wenn ich mich nicht täusche. Wir müssen ein bisschen wir müssen aufpassen, weil es gibt ja neue Feinde. Das ist bloß Elfenwurzel, okay. Die müssen wir nicht mitnehmen, die können wir schlimmstenfalls auch kaufen. Dann gehen wir uns da mal... Jawohl, beanspruchen. Bubum. Andrastes Licht. Wir haben Andrastes Licht in die Dells getragen. Niemand kann ihre Wahrheit verleugnen. Und so werden mit der Zeit alle ihre Herzen dem Erbauer öffnen. Aus einer Predigt, die Schwester Amity nach dem Ende des erhabenen Marsches gegen die Dells hielt. Und da haben wir auch ein Quest, okay. Wo bist du, Quest? Da hinten ist unser Lager, sind wir noch nicht allzu weit gekommen. Da irgendwo ein Quest sein? Da. Eine Kerze für Tristan. Entzünde am Schrein eine Kerze. Und zwar... Bababam, im Löwenpavillon. Gut. Oh, was bist du? Bist du auch so eine Nackvieh? Okay. Jetzt aber mal gucken, dass wir den Fairbanks finden. Da hinten leuchtet es auch blau, ist also nicht weit weg. Wunderbar. Das war wieder diese Elfenwurzel, die nehmen wir jetzt nicht mit. So, dann geht das ja direkt da rein. Und Risse hat es auch wieder. Dann können wir wieder ein bisschen Macht sammeln und vor allem auch ein bisschen leveln, weil das nehmen wir jetzt mit. Bubum. Oh, und dann nochmal. Davon brauchen wir ja 20 Stück. Okay. Noch mehr? Nein. So, da unten sind sie schon. Seid ihr Feinde? Nein, ihr seid keine Feinde. Gut. Was haben wir da übersehen? Ach, da oben hängt nochmal sowas. Blutstein. Ach, keine Lust, da hochzuklettern. Kann ich mit dir reden? Fairbanks wartet im Lager auf euch. Ja, ist ja gut. Und macht bloß keine Ärger. Ja. Ich würde mich ja gerne vertrauen, nur vertrauen wir dieser Tage grundsätzlich niemanden. Was ist hier? Das sind die Flüchtlinge. Okay. Wo bist du, Fairbanks? Was haben wir hier? Flechtrebe. Haben wir ja schon durchaus ein paar gesammelt, glaube ich, in den erhabenen Ebenen. Ich weiß nicht, ich müsste auch irgendwann mal gucken, ob ich was von meinem Zeug verbessern kann. Da ist noch eine Flechtrebe. Von meinen Sprengfeuern und meinen Elixieren. Ach Gott, irgendwann müssen wir ja auch noch den Drachen in Kammwald machen. Fällt mir da gerade auf. Den haben wir ja irgendwie nicht gemacht. Sollten wir vielleicht demnächst irgendwann machen. Komm, noch eine Flechtrebe und dann soll's gut sein mit den Flechtreben. Fairbanks, wo bist du denn? Ah, da steht er. Wie läuft's? Wie läuft's? Bestens. Da ist eine Leiter. Da steht Fairbanks. Gut, dann sprechen wir erstmal mit dem Fairbanks. Hallo, Fairbanks. Es ist mir eine Ehre, den Herold Andrastes kennenzulernen. Ja. Vielen Dank. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann, ich halte es nicht aus. Bin ich doch gewöhnt, dass ich das mit den Tasten machen kann? Und es geht natürlich nicht mit den Tasten, ich muss ihn anklicken. Bitte hört mir zu, Inquisitor. Ihr seid den Freikämpfern bereits begegnet? Ja. Aggressive Bastarde, nicht wahr? Fürwahr. Sie haben ein Dutzend meiner Leute getötet. Wir haben versucht, uns zu wehren, sind ihrer Stärke jedoch nicht gewachsen. Ihr hingegen schon. Und falls ihr euch fragt, inwiefern das euer Problem ist...
Die Freikämpfer machen gemeinsame Sache mit euren Feinden. Das ist nicht schön. Welche Feinde meint ihr? Die abtrünnigen Templer. Ich habe sie in den Wäldern beobachtet, wie sie die Stützpunkte der Freikämpfer aufsuchten und sie mit Kisten wieder verließen. Okay. Vernichtet die Freikämpfer. Und sie werden euch direkt zu den Roten Templern führen. Das verspreche ich euch. Okay, ich tue, was ich kann. Ich werde dem nachgehen, Fairbanks. Alle meine Informationen über die Freikämpfer sind hier, in unserem Lager. So muss ich die jetzt zusammensuchen. Und ich werde mein gesamtes Wissen über die Dales, über diese Wälder, mit der Inquisition teilen. Gut, kann ich dir noch mehr sagen? Inquisitor? Nachforschen. Erzählt mir vom Lager. Erzählt mir etwas über eure Leute. Es sind einfache Leute. Die meisten von ihnen haben Angehörige verloren. Und sie alle haben ihr Zuhause verloren. Ich bin einigen von ihnen begegnet und habe ihnen geholfen. Dann fanden wir in dieser Höhle Zuflucht. Es hat sich herumgesprochen und noch mehr kamen. Wir wollen einfach nur überleben. Okay, und was gibt es noch über die Freikämpfer zu sagen? Wer sind diese Freikämpfer der Dales? Das wissen wir ja eigentlich. Die meisten von ihnen sind Deserteure, die es leid waren, in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der nichts mit ihnen zu tun hat. Vor kurzem jedoch haben sich die Freikämpfer organisiert und angefangen, alles und jeden anzugreifen. Ihre neuen Anführer verfolgen das Ziel, die Dales für sich zu beanspruchen. So, und was gibt's zum Bürgerkrieg zu sagen? Was denkt ihr über den Bürgerkrieg? Wenn ich einen Streit mit meinem Vetter habe, wird Wein verschüttet. Vielleicht verliert auch jemand einen Zahn. Doch wenn Selene mit ihren Verwandten in Fehde liegt, wird ein ganzes Land auseinandergerissen. Mhm. Ist es für einen Bauern oder einen Waldhüter etwa wichtig, wer in Valruayo regiert? Nein. Und dennoch leiden sie. Wir sind alle erschöpft, Inquisitor. Okay, dann mach's mal gut. Ich muss jetzt gehen. Ich werde hier sein. So, und irgendwo war doch da jetzt ein Zeichen, dass wir ein... Da, genau, hier. Ist es da oben? Inquisitor? Nein, Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Ja, ich muss gehen. Auf einen guten Tag. Ja. Mach's gut, mein Guter. So, jetzt hör mal gucken, da oben muss das Ding sein. Das Ding, genau. Naja, wo wir halt beanspruchen können. Ah, vielleicht Rewe, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich weiß nicht, wie viele wir von den Dingern schon haben. Und dann gehen wir mal in die Höhle und da sind ja die Informationen verstreut, hat er gesagt. Das heißt, wir müssen uns das zusammensuchen. I love it. Ja, beanspruchen. Wie heißt dieses Ding? Kann mir das mal einer sagen? Ich habe keine Ahnung. Der Beobachter. Ich weiß nicht, wer diesem Ort den Namen Schlucht des Beobachters gab. Okay, ihr könnt es selber lesen. Wenn ihr wollt. Alles klar. Da hat der Fairbank was geschrieben. Runterhüpfen, glaube ich, sollten wir nicht. Das ist ziemlich hoch. Hallo, Vivienne. Ah, wir hätten Cole mitnehmen sollen. Vielleicht hätten wir Cole anstatt... Ups. Anstatt, Varric mitnehmen sollen, aber... Ich finde, dass Cole immer relativ viel Schaden nimmt. Deswegen so. Jetzt mal da rein. Gibt's hier noch irgendwas? Ne, vielleicht, da liegt was. Okay, also dann. Schauen wir uns hier erstmal um. Da liegt was. Wunderbar. Lesen. Eine schwierige Bekanntgabe. Ich bedauere, euch mitteilen zu müssen, wen wir verloren haben. Schwester Cousteaus Männer haben Gertrude, Chauvin, Devaux und Jacques erwischt, als sie auf der Jagd waren. Möge der Erbauer ihren Seelen gnädig sein. Die Freikämpfer bereiten sich auf irgendetwas vor. Sie stocken ihre Vorräte auf und verstärken ihre Zahl. Ihre Patrouillen dringen täglich weiter vor. Seid also vorsichtig, wenn ihr, wohin ihr geht. Entfernt euch bei der Suche nach Lebensmitteln nicht zu weit vom Lager. Wenn wir weitere Verluste verhindern wollen, müssen wir aufeinander aufpassen. Die Soldaten unter uns haben sich bereit erklärt, auf Patrouille zu gehen und Wachen aufzustellen, damit ihr anderen in Sicherheit seid. Mit schwerem Herzen, euer Freund und Beschützer Fairbanks. Okay. Eine zerrissene Seite. Brauchte mehr Elfenwurzeln, also ging ich mit ihm zu dem Hain in der Nähe dieses seltsamen Felsens an der Straße, der wie eine mürrische alte Frau aussieht, die Pfeife raucht. Die Freikämpfer waren dort. Anfangs hatten sie uns noch nicht gesehen, doch dann ist Grier auf einen Zweig getreten. Ich dachte immer, so etwas passiert nur in Geschichten, dieser verdammte Zweig.
Ich konnte nur mit Mühe und Not entkommen und dann musste ich Fairbanks auch noch erzählen, dass wir unseren Kräuterkundler verloren haben. Verflucht. Sie werden uns eine nach den anderen töten. Also ganz offensichtlich wüten die da ziemlich, diese Freikämpfer. Was immer wir da jetzt gefunden haben. Da ist eine Quest. Oh, da ist wieder ein... Benötigt ihr irgendetwas? Ja. Ja. Da ist wieder irgendwo eine Rune. Dann werden wir erstmal... Komm mal her, Vivien. Ja, wieso stehst du da draußen rum? Ja, der Inquisitor ist eine Elfin. Und das ist überhaupt gar nicht schlimm. Ah, jetzt bin ich dran vorbeigerannt. Ach, Männe, ey. Wo ist es denn? Was mache ich denn? Da drüben ist es. Meine Güte aber auch. Weil das laden wir jetzt einfach auf und nehmen das Schleierfeuer. Habt ihr es gemerkt? Ich habe es diesmal richtig gesagt. Ich habe nicht Schlehenfeuer gesagt, sondern Schleierfeuer. Das nehmen wir hier mit. Es ist still. Ein wenig zu still, wenn ihr mich fragt. So, wo können wir denn hier überall damals hingehen? Auf dem Hof haben die Elfen sauber gemacht. Und hier in den Wäldern sind es ebenfalls die Elfen, die sauber machen. Nein, ich nicht. So, da geht's wieder raus. Unmöglich. Aber ich will gucken, ob wir hier irgendwo... Nein, da ist also nichts zu finden. Gut. Irgendwo muss das doch sein. Ich habe immer keine Lust, Stunden nach diesen Dingern zu suchen. Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, um euer Leid zu lindern. Oh Mann. Haben wir keine Heilerin dabei? Nein. Okay. Geht mir aus dem Weg, Kinder. Ach Mensch, Cassandra. Hier irgendwo? Oh, Lilianas Bericht liegt vor. Da können... Ich finde das Suchen nach diesen... Kann er nur wollen, dass wir uns hier draußen verstecken wie Mäuse. Da können wir einen... Das ist der Quest, genau. Oh, eine Karte. Wunderbar. Da ist irgendwo ein Geheimnis versteckt. So. Jetzt werde ich wieder Stunden wegen dieser blöden Rune zubringen. Rune, wo bist du? Und während ich nach Runen suche... Da irgendwo... Wer möchte sich nicht unterhalten? Clara, willst du dich nicht unterhalten? Ach, guck mal, da können wir nochmal was beanspruchen. Ja, dann beanspruchen wir es natürlich auch. Die Wolfsfälle. Trotz der unzähligen Galionenwasser, die im Laufe von Jahrhunderten über sie hinweg geströmt sind, steht die Wolfstatue noch immer. Ob es vielleicht Magie ist? Ja. Die Wölfe. Die Kämpfer. Clara, kann ich mit dir reden? Clara... Ich möchte mich jetzt nicht unterhalten. Vielleicht später. Okay. Gut. Jetzt gucken wir uns hier noch weiter um. Und dann werden wir spätestens in der nächsten Folge... Kann man denn da was sehen? Wow. Tja. Das ist schon wirklich eine Leistung für Stein. Kann man da runterhüpfen? Ich hoffe immer... diesen kleinen Klang zu hören. Wenn da ein Schleierfeuer ist, muss auch irgendwo eine Rune sein. Ach, diese Sucherei ist lästig. Denkt ihr, das ändert etwas? So. Wo ist diese Rune? Wer seid ihr? Wer seid ihr und was macht ihr hier? Das kann doch nicht so schwer sein, das Ding zu finden. Da ist irgendwas eingezeichnet, aber das ist es nicht. Ich will jetzt diese Rune finden. Da können wir was lesen. Ein umkämpfter Staat. Es kam mir vor, als würde mich das Schicksal verspotten, als ich herausfand, dass Halbthedas meine Heimat nicht einmal als eigenständige Nation betrachtet. Okay, ihr könnt selber lesen, Leute. Nebelkrieger. Einst besaßen. Da. So. Okay. So, das ging jetzt ein bisschen... Wo ist jetzt diese Rune? Da drin? Na komm, irgendwann muss es doch Pling machen.
Da vielleicht? Irgendwo da hinten? Da hängt Kristallsegen. Aber keine Rune. Kann ich da irgendwo hochhüpfen? Nö. Sonst noch was hier? Oh, hübsche Blumen sind es. Ich wusste gar nicht, dass Kristallsegen so hübsch blüht. Aber keine Rune. Jetzt kann ich hier natürlich Stunden rumrennen und die Rune suchen. Hm. Oh Mann. Echt. Der Erbauer stehe euch bei. Da irgendwo. Rune, Rune, Rune. Hm. Da sind wir, glaube ich, schon rumgelaufen, ne? Komm, mach Pling. So kann man Let's Plays auch füllen, indem man Stunden in der Gegend rumrennt. Ah, habe ich da gerade einen Pling gehört? Aber ich glaube, das war das Pling von dem... von dem... Na? Das war, glaube ich, das Pling von dem Schmied. Oder? Oh Mann, ey. Ich habe für so Zeug immer nicht viel Geduld, muss ich ganz ehrlich sagen. Er will nicht, dass wir das Lager verlassen, weil es gefährlich ist. Wir sind auch in Gefahr, wenn wir hier einfach nur rumsitzen. So, okay. Also ihr Lieben, bevor ich euch hier mit der Rumrennerei besoffen mache, suche ich erstmal ohne euch weiter und schalte euch wieder zu, wenn ich es gefunden habe. So, da bin ich wieder. Und jetzt bin ich eine Weile wie wild hier rumgerannt und habe diese Rune nicht gefunden. Und offen gestanden ist mir es jetzt auch egal. Jetzt machen wir halt einfach mal weiter. Das wird schon auch ohne Rune funktionieren. Denke ich mir mal. Guck mal, da hat es überall Zeichnungen. Das sind alles Elfen. Da drüben auch. Also es gibt unglaublich viele solche Zeichnungen hier. Und jetzt rennen wir mal weiter. Weil wir wollen ja... Da müssen wir uns gleich mal orientieren ein bisschen. Wir wollen ja eigentlich in allererster Linie diese Schmugglerbriefe finden. Macht uns keine Schwierigkeiten. Ja, ich mache keine Schwierigkeiten. Ich mache keine Schwierigkeiten. Ich will lediglich ein bisschen Tiefenpilz sammeln. Was war da unten noch? Noch ein Tiefenpilz kommt, den nehmen wir auch noch mit. Geht mir aus dem Weg, Kinder. Wir behalten euch im Auge. Ja, das ist schön. Wo geht's denn da lang? Eigentlich ist es ja, glaube ich, durchaus die richtige Richtung. Also können wir auch da hinrennen. So. Wir müssen uns offensichtlich auf ordentliche Kämpfe gefasst machen. Lasst mal schauen. Ja, das ist schon ein ganz schönes Stück. Vielleicht sollten wir doch erstmal dieses hier. Was haben wir denn da? Rotes Lyrium. Dann würden wir uns von da davon darüber hangeln. Genau. Also dann machen wir diese Richtung. Babam, da geht's auch hoch, dann latschen wir da hoch. Ich weiß nicht so recht, was die richtige Richtung ist oder wie es am geschicktesten ist, aber egal. So, Tiefenpilz, komm her. Nochmal Tiefenpilz. Wir gucken uns jetzt einfach das Gebiet ein bisschen an. Schau mal, da sind Feinde. So, wer ist denn das? Scharfschütze, Freikämpfer, Hauptmann. Nicht gut. Barriere, das ist gut. Komm. Ja, bah. Komm her. Vielleicht müssen wir unsere Party ändern. Oh, da haben wir den Nesselpass entdeckt. Das ist schön. Komm mal her. So. Ich sehe wieder nichts. Wer schreit denn da so schrecklich? Das ist ja fürchterlich. Haben wir alle? Nein, der lebt noch. Ich bin blockiert. Wieso bin ich blockiert? Dann gehen wir halt mal auf die andere Seite und versuchen es von hinten. Komm mal her, Freund. So, dann sind wir nämlich nicht blockiert und dann putzen wir dich jetzt weg. Da hinten ist noch einer. Ich wollte eigentlich den Fernschuss. Joppa, komm her. So. Jetzt haben wir alle. Ringsamt. Flechtrebe. Ah, da drüben liegt noch Beute. Ja, damit, her mit der Beute. Schöner Bogen wäre mal fein. Okay.
Gut, dann könnten wir jetzt hier lang. Lass mal schauen. Aber da sieht man wahrscheinlich noch nicht allzu viel. Kommen wir denn... Dann laufen wir doch einfach mal den Weg hier lang. Und... Komm, schmeiß uns mal einen heilenden Nebel. Kann ja nichts schaden. Ja, so, okay. Dann tappen wir hier lang. Da haben wir wieder Gestein. Komm her, nimm's mit. Komm auf. Und was bist du? Gucken wir uns das mal genauer an. Wir hätten ja auch Solas mitnehmen können, da komme ich nicht hoch. Wir hätten ja auch Solas mitnehmen... Wir bleiben mal besser auf dem Wegen. Wir hätten ja auch Solas mitnehmen können, der hätte uns vielleicht ein bisschen was erzählt hier über dieses alte Elfengebiet, weil er ist ja durchaus kundig. Da sind schon wieder Feinde. So, lass uns mal gucken. Wir nehmen erstmal den Scharfschützen aufs Korn. Die finde ich immer nicht gut. Die nerven ein bisschen. Herz allerliebste. Ja, mach du mal den Blitz. Komm her, wir geben dir ein paar Bienen. Alter Veteran, komm her, Bienen, Bienen in Panik, genau. Lass du meine Vivienne in Ruhe. Wie sieht's da hinten aus? Da haben wir alle. Armes Ding, sagt sie. Armes Ding. Und wieso finde ich jetzt hier überhaupt keine Beute? Schlage ich die alle tot und habe keine Beute? Doch, da drüben liegt ein bisschen Beute. So. Weiß gar nicht, wo sind wir hier denn? Helm der Wächter. Hm. Wo sind wir hier? Lass uns das mal angucken. Ah, Villa Maurel. Okay. Wir wollen aber erstmal nur die Schmugglerbriefe haben. Und uns jetzt nicht schon wieder hier in diesem Riesengebiet verirren. Entdeckte Regionen. Ups, was haben wir hier? Flechtrebe. Ja, es ist ein großes Gebiet. Da vorne stehen schon wieder Feinde. Was haben wir denn da? Einen Freikämpferhauptmann. Okay. Dann werden wir erstmal... Komm mal her, Freikämpferhauptmann. Vergiftet haben wir schon. Dann schießen wir mal auf dich. Hm. Wieso treffe ich ihn nicht? Na, also geht doch. Komm her, Hauptmann. Husch. Oh, der kann was ab. Wo ist da noch jemand? Hallo? Wer schießt da? Ein Veteran? Noch ein Veteran? Nee, du bist der Hauptmann. Gut, okay. Komm mal her. Schmeiß mal ein bisschen Feuer. Das kann nicht schaden. Jetzt brennen sie, das mögen sie nicht, das denke ich mir. Komm, Fernschuss. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, da drüben ist ein Fern... Na, was macht denn der? Komm mal her, Hauptmann. Komm mal her, wer schießt denn da? Ich sehe den... Ah, da seid ihr. Gut. Vivienne, schmeiß doch mal ein paar Bienen. Bienen können nicht schaden. Und ich versuche mal, diesen Scharfschützen hier aufs Korn zu nehmen. Oh! Ich bin zu weit weg. Blöd, wenn ich diesen Scharfschützen nicht sehe. Das ist echt doof. So, jetzt schmeißen wir dir hier mal ein paar. Ah. Gut, dann nehme ich halt einen Trank. Nimm mal einen Trank. So. Ich hätte vielleicht besser hingucken sollen, wo die Scharfschützen sind. Puff. So. Okay. Dann sammeln wir das Zeug noch kurz ein, das wir hier hoffentlich gefunden haben. Lass mal schauen. Oder gibt es nur das Zeug, was da jetzt gerade runtergefallen ist? Und das ist nicht allzu viel. Entdeckt Veridiummine. Oh, Veridiummine finde ich gut. Ring der verbesserten Krähenfüße. Auch nicht schlecht.
aber mit denen arbeite ich eigentlich zu selten. Meine teure Cassandra, ihr seid zu bescheiden. Es gibt viele, die in Ehrfurcht vor euch erstarren. Ach was. Das solltet ihr euch zunutze machen. Wenn es sein muss, nutze ich es zugunsten der Inquisition. Aber ihr scheint keinerlei Gefallen daran zu finden. Ihr solltet wirklich mehr Spaß haben, Schätzchen. Ah. Wie kann man denn Gefallen daran finden, andere zu manipulieren und einzuschüchtern? Gute Frage. Ich versichere euch, es gibt nur wenig, was sich mit dem Vergnügen, eigenhändig die Ordnung wiederherzustellen, vergleichen ließ. Ah ja. Wunderbar. Dann wissen wir das auch. Ihr Lieben, das soll's für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.